Es wird dieses Danach geben. Und die Menschen brauchen einen Plan für die Zukunft. Jetzt auch inmitten dieses Chaos. In dem Chaos liegt die Lösung eigentlich schon drin. Wir sind aufgefordert, eine neue Weltordnung zu entwerfen. Im positiven Sinne. Das heißt, wir können uns überlegen, wie wir koexistieren auf diesem Planeten. Das mag erstmal grausam klingen. Der Krieg ist sicherlich kein guter Anlass. Aber die Menschen gehen nicht alle in Oberseminare und diskutieren solche Dinge. Das ist jetzt die Pflicht auch der Menschheit. Und vielleicht noch ein Punkt. Moral ist hier ziemlich unangemessen. Worüber wir eigentlich reden sollten, ist Ethik, und zwar die europäische Ethik. Wir verteidigen ja hier etwas im Namen von Europa und von europäischen Werten. Und in der Aufklärung hat Kant uns einen ganz großen, der Philosoph Immanuel Kant, einen ganz großen Wert mitgegeben, den kategorischen Imperativ. Handle stets so, dass dein Handeln die Maxime für ein allgemeingültiges Handeln werden könnte. Also verhalte dich so, wie du möchtest, dass andere dich auch verhalten. Und wenn wir das jetzt opfern, dann opfern wir eigentlich unsere europäische Kultur und die Werte, die wir gerade verteidigen wollen. Das ist die Paradoxie, wenn wir über militärische Intervention nachdenken. Und deswegen sollten alle Möglichkeiten des Dialogs, wie auch immer, genutzt werden und der Eindämmung auf dieser Ebene. Jetzt hat aber die militärische Intervention, nämlich Invasion, schon stattgefunden. Und ich fürchte, dass die Brüder Klitschko, die gerade momentan in Kiew die Verteidigung organisieren, auch der ukrainische Präsident Zelensky, sagen mit diesem Kant, mit diesem kantischen Zugang zu sagen, Handel steht so, dass du davon ausgehen kannst, dass dein Handeln die Maxime des Handelns aller sein kann, relativ wenig anfangen, weil sie haben keinen Krieg begonnen, sie haben keine Invasion begonnen. Sie sind in einer Situation, in der sie dorthin, dass man sagt, was machen wir danach? Ja gar nicht sehen können, weil die stehen davor, dass sie beschossen werden. Das glaube ich nicht. Auch Klitschko wird, das ist ein intelligenter Mensch, verstehen, dass wenn jetzt ein Hochschaukeln stattfindet, dass das sowohl für die Ukraine keine Lösung sein wird, als auch für die Rest. Und was sind jetzt die Handlungsoptionen für den, zum Beispiel für den ukrainischen Präsidenten oder für den Bürgermeister von Kiew, wenn sie ihm sagen, es hat keinen Sinn, das jetzt hochzuschaukeln? Ich weiß nicht, ob die Organisation wie hoch soll es denn noch geschaukelt werden? Der Krieg ist ja schon eskaliert. Die davon reden, dass man sich militärisch beteiligt an diesem Konflikt von außen. Denen sage ich das, nicht Klitschko und nicht Zelensky. Also ich würde das gerne aufgreifen, weil ich ja damit auch angefangen hatte. Ich finde, wir sind in der ganzen Diskussion, und zwar jetzt nicht jetzt hier, sondern insgesamt, sehr stark in dieses, was muss man jetzt tun, in diesem ganz klar, in diesem ganz kleinen Konflikt vor und zurück und wer Recht hat und so weiter. Bin ich der Meinung, müssen größer denken, und damit richte ich mich natürlich an die Politik. Also nicht darüber nachdenken, wie viel mehr Waffen, wie viel mehr NATO-Einsatz, sondern es ist ja so, wir haben 50 Jahre Kalten Krieg oder 70 und jetzt ist er das erste Mal heiß geworden. Es ist eigentlich der Fall eingetreten, um den wir uns Jahrzehnte bemüht haben, dass er nicht passiert in Europa und dass Russland nicht so reagiert. Und ich denke, da sind auch sehr viele historische Fragen, die nicht nur mit Putins Beleidigtsein, was auch egal ist, wenn er nämlich beleidigt ist, man muss sich jetzt mit ihm auseinandersetzen, aber es gibt die Länder wie Polen oder Ungarn, die immer noch Angst haben vor Russland, zu Recht. Und die Ukraine, ja auch mit ihrer unglaublichen Geschichte, ich sag jetzt mal das Holodomor, ein Vernichtungskrieg, ein Vernichtungszug, den Stalin ausgeübt hat. Denn vor dem Hintergrund erst wird es ja sozusagen gespenstisch, wenn Putin in der Neujahrsansprache sagt, wir haben einen Anspruch eigentlich auf die Ukraine, weil Lenin hat die Ukraine mal gegründet. Das wird ja gruselig, weil 4 Jahre später begann dann die Kollektivierung und so weiter. Und auch diese Dinge, es klingt jetzt weit hergeholt, aber ich bin der Meinung, die Historiker, Politiker müssen an den Tisch und Joe Biden kann nicht zündeln, Kriegsverbrecher und so weiter, das ist keine Option. Und wir müssen, ich finde das Wort richtig, eine neue Weltordnung auf den Tisch bringen, also zumindest andenken, die den Kalten Krieg in einem neuen Verfahren beenden. Und zwar natürlich am Verhandlungstisch und auch ein bisschen die Größe dessen, was alles da dran hängt, sehen und weg von der Sache Kiew oder nicht. Es gab, glaube ich, unmittelbare Reaktionen. Genau, wenn Sie gestatten. Ich würde gerne. Ja, okay, Entschuldigung. Ich würde ganz gerne etwas Ordnung in die Diskussion bringen. Wir werfen jetzt alles das in einen... Ich machen. Entschuldigung, verlassen Sie mich das. Ich will auch. Ich habe es unordentlich. Nein, wir haben im Moment eine Situation, die kurzfristiges Handeln verlangt.
Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass dieser Krieg beendet wird. Und er wird nicht dadurch beendet, dass wir die Ukrainer wehrlos machen. Wir müssen ihnen natürlich schon helfen. Ich habe ja gesagt, Joe Biden muss Friedensgespräche führen. Lassen Sie mich bitte mal ausführen. Es ist nicht Joe Biden, der alleine Friedensgespräche führt. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen hinter der Zeitlinie her. Es werden ja schon Friedensgespräche geführt. Es gibt Backchannels. Ich kenne sie ziemlich genau, weil ich da beteiligt bin. Und es gibt dann natürlich auch Punkte, über die sehr konkret geredet wird. Die Frage ist, wir hatten eine Werteordnung oder eine Völkerrechtsordnung und eine europäische Sicherheitsordnung. Und ich bin ganz bei Ihnen, wenn man jetzt darüber redet, wie ist es überhaupt in die Konfrontation gekommen? Darüber kann man reden. Da habe ich auch unterschiedliche Auffassungen vielleicht zu denjenigen, die sagen, wir waren immer auf der richtigen Seite. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo ein eindeutiger Aggressor dort ist, ein eindeutiger Völkerrechtsbruch da ist und wo sich eine Nation verteidigt, um zu überleben. Ja. Und das müssen wir erst mal klären. Dass wir danach eine Friedensverhandlung brauchen, und die fängt ja jetzt auch schon an, ist selbstverständlich. Und dass man danach darüber nachdenkt, wie diese neue europäische Sicherheitsordnung aussehen soll, ist auch klar. Aber das sind ganz unterschiedliche Themen. Wir hatten nicht 70 Jahre Kalter Krieg. Das ist einfach falsch. Wir hatten bis 1990 Kalter Krieg und seitdem haben wir eine europäische Sicherheitsordnung, die auf bestimmten Prinzipien basiert. Auch auf Rüstungskontrollprinzipien, da haben wir viel falsch gemacht, das ist richtig. Aber eben auch auf anderen Prinzipien des Völkerrechts, die werden gerade gebrochen. Und diese 30 Jahre sollten wir nicht einfach übergehen. Die Frage ist, haben wir das gemacht, was wir hätten tun sollen in den 30 Jahren? Haben wir in den 30 Jahren nicht doch sehr viel versäumt? Nämlich im Grunde genommen hat ja ein Wunder stattgefunden unter Jelzin, das Zusammenbrechen der Sowjetunion, die auch freiwillig ein bisschen Macht abgegeben haben. Und vielleicht haben wir auch diesen Kairos verpasst vor 20 Jahren, die Russen, also das ehemalige die ehemalige Sowjetunion, mehr einzubeziehen, mehr zur NATO zu holen und so weiter. Deshalb sage ich, es gibt eine ganze Menge Themen, die auf den Tisch müssen. Und bin ich auch ganz bei Ihnen, dass es nur die zweite Schiene ist. Aber ich halte sie für die wichtigere Schiene im Moment. Also Verhandlungen first und nicht erst den Krieg und dann Verhandlungen. Wenn ich Ihnen sagen darf, wenn es keinen Widerstand von ukrainischer Seite gegeben hätte, dann würde es auch heute keine Verhandlungen geben. Das ist evident. Wir wissen doch, welche Forderungen Russland am Beginn gestellt hat. Und wir wissen auch, wie diese Forderungen heute nach 3 Wochen nicht erfolgreichen Krieges aussehen. Und das ist ein ganz wichtiger, Faktor. Dass Russland der Aggressor, weil ich mir so getan wird, als wenn ich dagegen bin, dass die Ukrainer sich wehren. Natürlich bin ich dafür und wir haben das, da sind wir uns jetzt einig. Wir haben einen relativ irrationalen Aggressor, der ganz plötzlich auch sogar gegen seine eigenen Leute etwas entschieden hat. Und wir haben eine Ukraine, die ganz toll erstmal aufgestanden ist. Das ist aber jetzt geht es darum, aber ich glaube, was Herr Richter sagt und was Herr Müller sagt, ist, dort müssen wir erst hinkommen, also so quasi die Verhandlungen. Und da haben Sie was Interessantes gesagt, wenn die Ukrainer sich nicht gewehrt wären, wenn der Plan A, wenn man so will, der Invasion aufgegangen wäre, was wäre dann passiert eigentlich? Vermutlich eine Operation, so wie in Kabul 1979, über eine Luftlandeoperation. Also man hat Ukraine und Afghanistan verwechselt. Nein, das nicht. Aber ich denke, dass die Hinweise darauf, dass es den Versuch eines Enthauptungsschlages gegeben hat, durchaus zutreffend sind. Und das ist gescheitert, glücklicherweise gescheitert. Und jeder Tag des Widerstandes stärkt natürlich die Verhandlungsposition der Ukraine und bringt auch Russland näher an den Verhandlungstisch mit realistischen Forderungen. Und ich würde ganz gerne zu ein paar vorherigen Punkten noch ganz kurz kommentierend etwas sagen, auch weil Sie gesagt haben, und da bin ich ganz bei Ihnen, wir müssen auf unsere Formulierungen achten. Ich würde dann in Zusammenhang jetzt mit aktuellen Formulierungen des US-amerikanischen Präsidenten nicht von Zündeln sprechen, weil da gibt es nichts mehr zu zündeln. Wir sind schon in der Mitte des Feuers, nämlich drei Wochen in einen Krieg hinein. Und wenn wir uns die Rede des Präsidenten Russlands anschauen, dann sehen wir auch, dass das jetzt nicht gerade ein Freundschaftsangebot an den Westen ist. Aber das halten beide Seiten aus. Sie sind professionell genug, sowohl der Präsident Russlands als auch der Präsident der Vereinigten Staaten, dass sie sowas jetzt nicht als eine persönliche Kränkung auffassen. Die Verhandlungen
existieren bereits für einen Waffenstillstand, das hat auch der Herr Oberst ausgeführt. Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, es gibt eben auch noch andere Backchannels. Der Präsident Finnlands war erst in der vergangenen Woche in den USA zu Gesprächen mit dem Präsidenten Biden. Das sind keine Zufälle, das ist keine kein zeitliches Zusammenfallen, sondern das sind sehr wohl ganz, ganz gezielte Bemühungen, die auch von den Vereinigten Staaten unterstützt werden, eben um eine Verhandlungslösung auch voranzubringen. Ich weiß, Sie wollen noch zu anderen Punkten was sagen. Ich möchte jetzt nur gern dabei bleiben, damit wir eins nach dem anderen haben, dass man eben sagt, es gibt ja diese Verhandlungen schon und das ist ja auch die Forderung zu sagen, man muss jetzt irgendwie in diesem Krieg, man muss schauen, dass die kriegerischen Handlungen stoppen und dass man sozusagen ein mittelfristiges und ein kurzfristiges Konzept haben. Was ist dann eigentlich? Weil da hat ja eine Invasion stattgefunden mit gewissen Zielen. Die wurden nicht erreicht, das hat sich sozusagen das angegriffene Land verteidigt und jetzt muss man irgendeine Form von Friedensabkommen schließen, in dem ja typisch Verhandlung beide Seiten in irgendeiner Form was hat. Mir würde jetzt interessieren, auch mit Ihrer Erfahrung, was kann denn das sein, wenn man sagt, also es gibt die festzulegen, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird, könnte sie ohnehin nicht, sagen dann ne? viele Deutsche. Neutralität der Ukraine. Sagen die Ukrainer, kann man ja eh darüber reden, müsste halt eine garantierte Neutralität sein. Aber die sie garantieren sollen, sind in den Verhandlungen möglicherweise momentan noch gar nicht eingebunden. Es gibt keine Garantoren dafür. Nein. Was kann denn da rauskommen? Jetzt? Ich würde gerne einen Vorschlag machen an dieser Stelle. Und zwar nicht so sehr zu dem Zeitpunkt, das mögen andere beurteilen, sondern zu dem Tisch, auf den das alles soll, den wir ja schon mehrfach besprochen haben. Ich muss ein bisschen ausholen. Hier diskutiert eine bestimmte Generation. Wenn man die junge Generation fragt, die mit dem Internet groß geworden ist, die akzeptieren keine Grenzen. Die akzeptieren diese Argumente auch nicht wirklich, diese völkischen Argumente und so weiter. Ich habe mich erinnert an den ersten Handschlag im Weltall. Alexei Leonow, russischer Kosmonaut, ist 75. 65 war der erste Astronaut, Kosmonaut, der frei im Weltall geschwebt ist. 75 hat der Amerikanern die Hand gereicht im Weltall. Was ich damit sagen will, ist, es gibt eine ganze Forschung dazu, wie Astronauten die Grenzenlosigkeit unserer Welt, auf der wir alle gemeinsam leben, wahrnehmen. Keine Grenzen. Und Leonow, der vor kurzem leider verstorben ist, hat gesagt, wir Astronauten kennen keine Grenzen. Und wenn Politiker das sehen würden, würden sie vollkommen andere Entscheidungen treffen. Wenn Leonow noch leben würde, würde er wahrscheinlich sagen, warum kann ich die NASA, Roskosmos und die ESA zusammenlegen, Zelensky und Putin zu einem Gipfeltreffen, das diesen Namen wirklich verdient, auf die ISS bringen, für einen symbolischen Handschlag. Das ist etwas, was die Weltgemeinschaft vielleicht als Neuanfang jetzt bräuchte. Ich glaube, es gibt viele Leute, die bereit wären, alle Politiker in den Weltraum zu schießen. Nein, das ist jetzt aber eine wirklich defätistische Umkehrung meines Arguments. Ich meine, das ist im positiven Sinne. Verhandlungen mögen im Geheimen stattfinden, da können Sie mehr dazu sagen. Die sind effektiver. Ja, das ist ganz wichtig. Aber sie müssen auch symbolisch öffentlich kommuniziert werden, die Ergebnisse. Und das brauchen Menschen, ein starkes Symbol für einen Neuanfang. Und vielleicht sollte man gleich noch, ich sage jetzt noch mal was provokant ist, als paradoxe Intervention den beiden den Friedensnobelpreis verleihen, um den moralischen Druck, den sie schon öfter bemüht haben, wirklich so maximal zu machen, dass man gar nichts anderes machen kann. Ich würde ganz gern zur Realpolitik zurückkehren. Es ist ja sehr schön, wie die Welt ausschaut, wenn man auf der Raumstation ist. Aber wir leben auf einer Erde mit Staaten, mit Prinzipien, mit der territorialen Integrität. Die immer weniger akzeptieren. Entschuldigung, jetzt bitte lassen Sie mich mal ausreden. Mit der territorialen Integrität der Staaten, mit Prinzipien, die Staatenwelt so will, auf die wir uns geeinigt haben, für die man kämpft, für die NATO einsteht. Und es sind alle Staaten, die darauf achten und nicht nur, dass man jetzt sagt, ja, Grenzen spielen aber gar keine Rolle mehr. Wir haben im Moment eine Kriegssituation, die müssen wir bereinigen und wir müssen natürlich dabei achten, dass wir auch die Ordnung, die wir uns gegeben haben auf dieser Welt und die besteht nun mal in Völkerrechtsprinzipien, dass wir sie einhalten und dass wir dann Kompromisse finden, damit die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten gewahrt sind. Und dann würde ich ganz gern mal zurückkommen, genau zu diesen Friedensverhandlungen und die Frage stellen, um was geht es denn da eigentlich? Und ich glaube, da müssen wir auch mal etwas konkreter werden. Genau, was liegt am Tisch? Ja. Was auf dem Tisch liegt, ist ja schon mal erstmal die Aussage des russischen Außenministeriums, dass es gar nicht darum ginge,
ein Regime-Change herbeizuführen in Kiew. Ja, das sind die dass Lügen. Es auch gar nicht darum ginge. Ja, nun, also wir sind ja schon einen Schritt weiter. Also alle gehen ja schon zurück von ihren Maximalpositionen. Und dass es gar nicht darum ginge, die Ukraine dauerhaft zu besetzen und dass man natürlich die Souveränität der Ukraine achten wolle, zukünftig. Und jetzt kommt das große Aber. Aber die Ukraine solle nicht der NATO beitreten. Das wissen wir ja schon seit 2008. Darüber wird man diskutieren können, weil auch Selenskyj sagt, aber wir wollen der EU zumindest beitreten. Bei der NATO sind wir flexibel. Dann wird es um Territorialfragen gehen. Da geht es um den Donbass und auch um die Frage der Bevölkerung im Donbass, die bisher unter Regierungskontrolle gelebt hat. Da müsste man also Einzelfragen klären. Selbst wenn die Ukraine sich hier flexibel zeigt, was passiert mit dieser Bevölkerung, muss man nicht dann ein faires Plebiszit haben unter internationaler Überwachung. Was geschieht mit der Krim? Wir haben aus der deutschen Vereinigung gelernt und schon eigentlich seit der Helsinki Grundakte, dass es eine kluge diplomatische Sprache gibt, um solche Konflikte zu bereinigen. Wir haben zum Beispiel als Deutsche gesagt, wir wollen 1975, wir wollen nicht die Unveränderbarkeit der Grenzen erreichen, sondern die Unverletzlichkeit der Grenzen. Was im Klartext heißt, keine Gewalt, aber das Selbstbestimmungsrecht gilt, wenn man es freiwillig tut und gemeinsam tut, ist es möglich. Und so eine Formulierung müsste man jetzt mit kluger diplomatischer Sprache bei den Territorialfragen also das Thema also war doch Verhandlungen. Ein Teil wäre dann sagen, möglicherweise dieses Agreements, das dann auch offiziell die Krim als Bestandteil Russlands anerkannt wird. Das heißt das. Man muss da unterscheiden zwischen einer de facto Anerkennung der Kontrolle und einer legalen Anerkennung im Sinne des Völkerrechts. Wir haben im Westen nie die baltischen Staaten als Teil der Sowjetunion anerkannt, aber sehr pragmatisch die Sowjetunion eingeschlossen in alle möglichen Verträge und mit ihr kooperiert. Noch mal ganz kurz zu dem Begriff Realpolitik, wenn Sie erlauben, einen Satz. Ich glaube, das ist eine unzulässige Verkürzung der Art und Weise, wie unsere Welt funktioniert. Das ist eine Seite der Medaille. Ich verstehe genau, was Sie meinen, aber verstehen heißt ja nicht immer einverstanden sein. Kultur funktioniert auch über Symbole, über starke Symbole. Wir sprechen von Symbolpolitik seit Jahrzehnten. Ja, Sie und meinen das meistens nicht positiv. Nein, ich meine das in dem Fall positiv. Manchmal Symbole, schon, ja. Symbole sind extrem wichtig für Menschen. Hier geht es um Zukunft. Zukunft ist eine Erzählung. Zukunft wird aus Erzählungen und aus Narrativen geboren. Es ist ein Narrativ zusammengebrochen und wir müssen ein neues Narrativ entwickeln. Und das braucht eine ganz starke Symbolik, die da auch mit einhergeht. Ob das jetzt so ist, wie ich das in meinem Gedankenexperiment gemacht habe oder nicht. Aber sagen Sie, das Völkerrecht ist zusammengebrochen? Nein, ich sage, dass oder wollen wir es erhalten? Ich sage, dass unsere Fiktion des ewigen Friedens zusammengebrochen ist und des ewigen Wohlstandes. Das ist die Fiktion, die zusammengebrochen ist. Ja, also wenn ich auch ganz kurz dazu noch etwas sagen darf. Sie haben vorher auf die ethische Ebene hingewiesen. Und da bin ich ganz bei Ihnen, auch auf die Frage, dass derzeit eigentlich schon eine neue Weltordnung verhandelt wird. Sie wird verhandelt auf dem Schlachtfeld, da dort auf dem Schlachtfeld die Voraussetzungen geschaffen worden, worüber nachher in den Waffenstillstandsverhandlungen, in den Friedensgesprächen diskutiert werden kann. Und wenn wir über einen wertebasierten Diskurs sprechen, so wie Sie das getan haben, was ich sehr begrüße, dann sollten wir natürlich hier auch den Faktor der Solidarität einschließen. Solidarität ist wahrscheinlich, da werden wir einen Konsens haben, sicherlich auch ein europäischer Wert und wahrscheinlich ein Wert, mit dem sich auch der Großteil der Staatengemeinschaft identifizieren kann und genau diese Solidarität sollte sich hier auch widerspiegeln. Jetzt möchte ich noch auf den letzten Punkt eingehen, Symbolpolitik. Ich würde das eigentlich gar nicht, die beiden Ebenen, die jetzt von Ihnen beiden angesprochen worden sind, als ausschließlich betrachten, sondern durchaus als komplementär. Es müssen die realpolitischen Verhandlungen durchgeführt werden. Es müssen dort Kompromisse erzielt werden, auch ebenso wie Sie es angedeutet haben, zum Teil dann eben Formelkompromisse oder sich eben auf etwas zu einigen, dass man das jetzt nicht regeln kann. Es bedarf auch einer symbolischen Ebene. Diese ist sicherlich manchmal ein bisschen schwieriger noch herzustellen, da sie eben sehr stark Werte aufgeladen ist und da sie auch unterschiedlich interpretiert werden kann. Nehmen wir noch ganz kurz, letzter Satz, also ein bisschen provokant, nehmen wir die 5000 Helme her, die Unterstützungslieferung Deutschlands an die Ukraine am Vorabend des Krieges. Das ist ein Symbol gewesen, das auch in Russland ganz anders verstanden worden ist. Wenn es von deutscher Seite als ein Symbol der Solidarität gemeint war, dann hat man das aus östlicher Perspektive verstanden als ein Symbol des Desinteresses.
jetzt haben wir gesagt, okay, da liegt was am Tisch, es muss Verhandlungen geben, es ist sozusagen der erste Schritt in Richtung einer Lösung, die man dann möglicherweise auch größer denken muss. Aber jetzt muss man ja zuerst einmal zu einem Waffenstillstand kommen, man muss zu irgendeiner Art Friedensvertrag kommen. Und da braucht es eigentlich ja trotzdem eine gewisse Art von Vertrauen. Sie haben schon angedeutet, es gab auch in den düstersten Zeiten des Kalten Krieges fast Freundschaften zwischen den höchsten Militärs sozusagen beider Bündnisse. Also da gab es immer Gesprächskanäle und sogar dort gab es ein relativ hohes Maß an Vertrauen zwischen einzelnen Akteuren. Und das ist ja möglicherweise etwas, was jetzt das Problem ist, dass man den Eindruck hat, nach dieser, auch nach den Narrativen, die gekommen sind aus Moskau in den letzten 3 Wochen, dass vertraut jemand noch dem russischen Präsidenten? Gibt es dieses Vertrauen, das notwendig ist, um irgendeine Art von Verhandlungslösung herzustellen? Ich will zwei Gedanken einbringen. Ich glaube, dass die Verhandlungen, die bis jetzt stattgefunden haben, auf viel zu niedriger Ebene sind. Viel zu niedriger Ebene. Und es geht um den Waffenstillstand. Und da muss, glaube ich, um Vertrauen auch vorzufinden und zu verwenden, auf viel höherer Ebene verhandelt werden. Und zwar geheim. Geheim. Und es gibt eine Vorstellung, die mir sehr gut gefällt, die auch Sinn macht, weil sie so anders ist als bisher. Das ist ein anderer Krieg in vieler Hinsicht. Es gibt eine Art Vertrauen, über die Jahre hergestellt, durch Gespräche der Spitzen der Geheimdienste der USA und auch Russlands, auch mit anderen Staaten. Und natürlich war da auch die Ukraine sehr wichtig im Zusammenhang mit einer Ermutigung, würde ich sagen. Gibt's das noch? Aber diese Gespräche gibt es und ich bin der Meinung, das sind Leute, die sich kennen, die ziemlich auf der Höhe sind, die auch, das ist die Welt des Herrn Putin, die KGB-Welt, die natürlich eine Entsprechung in der CIA hat. Wenn diese beiden Herren in geheimen Gesprächen auf ganz konkrete Dinge sich einigen, dann glaube ich, wäre der Druck auf Putin, wenn das sozusagen für beide Seiten Spielräume gäbe, vielleicht wirklich schnell hergestellt, der Waffenstillstand ist das, was man braucht. Während des Krieges kann man keine Verhandlungen führen.